Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the Apex Predator. Ja, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hitman in absoluter Dunkelheit. Alter Schwede, Diana hat uns tatsächlich benutzt und was ist hier los? Bevor ich mich bewege, muss ich ja noch was sagen, weil es gab auch hier wieder keine Einsatzbesprechung. Das ist die letzte Mission von Hitman 3, der Story. Freunde, ich habe beim Rendern des letzten Parts, den ich ja zusammengefügt habe, habe ich gesehen, am Anfang, als Diana uns die Einladung übergibt, ist so ein ganz kleiner, so ein Schadensding, so, weißt du, wenn man getroffen wird, so eine Farbverzerrung. Ich habe das erst als kleinen Fehler angesehen, aber sie hat uns ja betäubt mit Berührung und ich glaube, das war der Zeitpunkt, als sie uns das Gift injiziert hat. Naja gut, auf jeden Fall sind wir tot. Always hiding behind the headlines. Oh, Lucas Gray. Was perfection its own justification? Or a willful distraction? A wall built contract by contract to shield you from the uncomfortable truth. You're exactly the tool they bred you to be. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Alter, was ist hier los? Ist das hier so eine Nahtoderfahrung? She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Oh, ich darf, ich soll zünden. Oh, ich möchte es nicht. Eigentlich
Aber das ist ja schon geschehen. Ich muss wahrscheinlich. Was zur Hölle? Was? Verstecken? Eliminieren Sie Arthur Edwards. Providence-Mitglieder dürfen ausgeschaltet werden. Ich darf also jetzt alle ausschalten. Na gut. Dann wird es wohl Zeit für mich zu handeln. So, mein Freund, das Telefonat ist erstmal beendet. Aber eigentlich töte ich nicht Ziele. Ich weiß ja nicht, wer dazugehört und wer nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwie Waffen oder so? Schlüsselkarte, sehr gut. Ich weiß nicht, sollen wir uns als Doc verkleiden? Oh shit. Ich glaube, Providence Arzt, Dr. 47. Gut. Right now, the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effects. Imagine if you could block out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be over the moon. What are you talking about? I love waking up in a cold sweat with a scream stuck in my throat. So, what would you call it then? Your catchy off-the-counter name. I don't know. Blank Slaterzine? You are a piece of work, lady. Come on. Jim, was it? It always starts like this. GPS. Okay. Microwave. Sneaky, sneaky. Tür öffnen. Ja, ich habe ja gar nichts außer die Kamera. Das ist nicht gut. Aber kann die Kamera nebenbei helfen? Nein, natürlich nicht. 1979. Das wäre jetzt so einfach. 1979. Toll. Super geschützt. Ganz ehrlich. Ah, Brechstange. Oder rostige Stange. Ich muss verdammt nochmal aufpassen. Ich habe keine Karte. Wow. Ich bin in einem Zug. Auf! Alter Schwede, denn. Na, mein Freund, ist es nicht etwas zu kalt für dich? Vielleicht sollte ich dich kalt machen. Aber nein. Nein, nein, keine Sorge. Aber ich nehme gerne deine Rolle an. Okay, wenigstens eine Pistole.
Das war aber knapp, ey. Mal gut, dass ich im geduckten Zustand laufe. Alter Schwede. Ventil platzieren. Kann ich auch so rüber klettern. Schrank. Dietrich. Nee. Also ich hab meine Stange nicht mit. Wie kann ich denn nur meine Stange zurücklassen? Wo ist die? Ihr verdammte Axt, wo ist die? Hm. Ist wahrscheinlich vom Zug gefallen. Hier muss ja wahrscheinlich noch eine liegen irgendwo, oder? Das wäre jetzt ja... Ach, da ist ein Ventil. Na ja, gut. So, und was bringt mir das jetzt? Ah! Okay. Ich muss natürlich aufpassen, dass mich nicht so ein Schild umklatscht. Eiszapfen. Nein, die kann ich nicht alle ausschalten. Ich will mich ja nicht an allen rächen. Das ist aber auch kalt draußen. Da friert der ganze Bildschirm ein. Klettern. Nein, nein. Ach du Heilige. Nee. Danke. The Ether Corporation bought this train for sample backup storage. But the bombing of their R&D site in Johannesburg. Okay. Was haben wir hier denn? Rostiger Schraubendreher. Hier kann ich auch noch hoch. Aber da kann ich nicht rüber. Muss ich jetzt echt kämpfen? Ja, anscheinend ja schon. Aber doch nicht mit der Pistole. Ganz vorne oder was? Komme ich überhaupt raus? Öffnen? Nee, die Tür. Ah, klettern wir hier raus. Das wird doch jetzt hier voll die Schießerei gleich. Ich will das geschickt machen. Ich bin 47 und kein Anfänger.
Sagt er, ich bin kein Anfänger. What idiot would drop this? Dann geben wir gute Nacht. Brausepause. Ja, geil. Ich will meine Waffe wieder haben. Richtig krasse Verkleidung gehabt, der ein Dude da. Hey, alle hier im Karten zocken? Na gut. Ein Wachmann hat ja auch nicht viel zu tun, ne? Aber trotzdem. Ich versuche den stealthigen Weg. Ich werde doch jetzt nicht anfangen, hier rumzuballern. Da habe ich den ganzen Zug aufgeschreckt. Nein, wir liegen hinten im Zug. Wir sind gar nicht hier. Oh, ich sogar spinnt. Ein Stück Seife. Ja, komm, dann ziehe ich den Spind. Obwohl ich irgendwie Bock habe auf die krasse Verkleidung, oder? Ob ich die anziehen kann? Ich weiß ja nicht, ob ich den. Ich kann es ja mal versuchen. Versuch macht klug. Weiß man ja. Naja, super. Das ist sowieso zu laut. Noch mehr Munition. So. Weiter geht's. Auf leisen Sohlen sind wir unterwegs Richtung zu Ende oder zu Anfang. Was sagt man dazu? Schallgedämpfte Pistole herstellen. Level 2. Ah, super, mit einer Dose. Funktioniert auf jeden Fall. Oh, guck mal, das hätte ich auch mit der Verkleidung bis hierhin schaffen können. Ah, dann hätte ich sie aber alle töten müssen. Von der anderen Seite verschlossen. Seite verschlossen ist. Gibt es hier irgendwo ein Fenster, wo ich raus kann? Nee. Nee, hier gab es keine Treppe nach oben. Na gut. Vielleicht soll ich da auch gar nicht rein. So, wie geht's weiter? Arrivederci, mein Freund. Na, fall halt weg. Das haben die anderen gar nicht mitgekriegt. Nee, kann ich auch nicht. Warten kurz.
nicht hoch. Ist aber immer noch lautlos. Mir bleibt wohl jetzt langsam keine Wahl mehr. Fiedet einfach hängt. Okay. Ist das vielleicht der Schlüssel für die Tür? Ah, komm schon. Na gut, die sagen sowieso nichts zu mir. Das ist okay. Dann haben wir den ausgeschalten, der uns eigentlich keine andere Wahl gelassen hat. Oh gut, wir hätten auch... Wenn keine Muffin möchte, ich nehme den kleinen Snack für zwischendurch. Ich hätte den auch nicht töten müssen, ja, verdammt, da hätte ich besser aufpassen müssen. Okay, man kann nicht alles haben, ne? So. Sicherung, es wird dunkel, meine Freunde, es wird dunkel. Sogar mit Providence auf unserer Brust. Okay. Flip it. Ja, flip it. Aber das kriegst du nicht hin, mein Freund. Körper wurde gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt aber nicht die... nicht die Schelle gedämpft. Ich krieg nicht die Munition dafür. Ist das Licht immer noch aus? Für Körper gefunden kann ich nichts. Der ist da ja nicht rausgegangen. Okay, da geht kein anderer hin. Station für dich, mein Freund. Noch sind wir nicht entdeckt worden. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Na dann gehen wir kurz wieder raus. Das ist rein und raus, ey. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to Irkutsk. Isn't that risky? What about border inspections? They use a system of decommissioned rail lines and pay the local governments to look the other way. It's been like that since the Cold War. In theory, this thing only needs to stop. Say what? Central, some crack is hauling stuff around. Checking it out. Der kommt jetzt aber nicht hier rum, oder? Okay. Seife, das wird schon schwieriger. 3 im Gang. Okay. Hier hätte man auch bestimmt so eine richtig krasse Ballerei draus machen können. Howdy, Trooper. Hey. Yeah, hey. Mahlzeit. Can you grab me a soda or something from the fridge?
whenever you're heading back, it's really no rush. Ja, bestimmt. Bestimmt kann ich das. So. Oben rüber. Ey, wie weit ist das denn noch, Alter? Hohoho. Ja, das ist schon noch ein bisschen. Reingucken möchte ich da trotzdem mal. When is the boss getting off? Sarajevo. He only got on board to identify the sedated guy in the medical car. Right. Musst du auch nicht, mein Freund. Leg dich ruhig schlafen. Flashbang. Ich sag mal Providence. Und ich habe keine Sicherung mehr, oder? Splittergranate. Hm. Was haben die da auf dem Kopf? Licht. It's ridiculous if you ask me. Whole train full of mercs to guard one guy. You do know who he is, right? Oh, sure, da ist eine Sicherung. Everyone's very impressed. I get it. I get it. And if you want some kind of elaborately that ain't funny. Someone could get hurt. Na, geh halt nachgucken. Oh, diese Aktion war aber jetzt super, super, super gefährlich. Puh. Schlüssel, danke. Oh ja, das gefällt mir. Das ist super. So. Das ist noch besser.
Lass ich doch die Shotgun. Wo ist sie? Fick damit. Das ist besser. Aber vielleicht muss ich nicht kämpfen. Aufbrechen. Brechstange fehlt. Ich habe für alles immer eine Aktion. Das muss gleich richtig schnell gehen. Okay, die sind noch geblendet. Lustige Brechstange, danke. Hoffentlich kommen die jetzt hier nicht rein oder so. Oh, perfekt, der geht. Welcher Körper wurde gefunden? Weite Sicherung. Kiste. Was haben wir denn da drin? Das ist eine Blendgranate. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, ey. Okay, es wurden Körper gefunden. Okay, es ist nicht so schlimm. Viel Spaß damit, Jungs. Schick. Wirklich. Wirklich schick. Was? Rostiger Nagel. Nicht mehr allzu weit. Wir haben es nicht mehr allzu weit. Das sind alles Mitglieder von Providence, ne? Aber eigentlich können die nichts dafür. Ich glaube, das Ding kannst du auch machen, ohne jemanden zu killen. Aber ich darf. So. Damit mir keiner in die Quere kommt, ist für die Endstation. So, Freunde. Eine Klavierseite wäre gut. Die wäre richtig gut. Jetzt ist
ist nur noch ich und Providence übrig. Ob er mich schon erwartet? I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Oh, ergibt er sich jetzt einfach? Oh, Klavierseite. Oh, Black Lily. Wie schön, dich mal wiederzusehen. Nein. Ich würde sagen, er kriegt das Serum. What are you doing? No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. Resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, Juan Luis founder Tim Quinn, and a bunch of others who step down. It's been a long time. Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. And yet, here you are. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back.
Oh Mann, Freunde, das war's also. Das war Hitman 3. Wahnsinn, wir haben das Serum der Vergesslichkeit gespritzt. Ich hätte ja natürlich einfach um des alten Zeiten willen, hätte ich auch mit Black Lily schießen können und ihm das Leben ausknipsen können. Aber im Grunde genommen haben wir eigentlich was viel Schlimmeres gemacht. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Er weiß überhaupt nicht mehr, wer er ist. Und im Grunde genommen haben wir ihn alles genommen. Doch, im Grunde genommen, wir haben ihn alles genommen, aber er hat im Grunde genommen alles behalten, aber er kann nichts damit anfangen, weil er davon nichts weiß. Also, er hat von uns eine zweite Chance gekriegt. Obwohl er so viel verdrahtet hat und uns versucht hat zu hintergehen und... Ja, aber das heißt, es könnte noch weitergehen. Jetzt nicht mit Providence und so. Vielleicht schiebe ich nochmal eine Bonusmission ran, wo ich ihn töte, um einfach zu gucken, wie das Ende wird. Ob sich da was verändert. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, wenn sich da was verändert, dann kommt auf jeden Fall die Bonusmission. Wenn nicht, dann, ja, dann bleibt das dabei. Auf jeden Fall würde ich das Projekt erstmal hierfür beendet erklären, auf jeden Fall. So, dass hier auch gleich das Ende. Danke fürs Zusehen, Bildschirm. Kommt wie immer. Und alles, was danach noch kommt, wenn ich halt Lust wieder auf Hitman habe oder schwer zu fassende Ziele oder weiß der Geier was, dann ist das Bonuspart. Dann geht es natürlich damit weiter. Aber erstmal möchte ich das Projekt an dieser Stelle abschließen. Und ja, es hat mir auf jeden Fall wieder gefallen. Also Hitman ja allgemein gefällt mir immer gut. Stealthen, planen, ausführen, unentdeckt rauskommen. Alles auf Meister. Ich habe jetzt wirklich die ganze Season auf Schwierigkeitsgrad Meister gespielt. Was auch super viel Spaß gebracht hat. Was auch schaffbar ist. Man muss halt nur ein bisschen Zeit investieren. Es sei denn, du bist so ein krasser Speedrunner und knallst das da durch, wenn man auf die Statistiken guckt. Uff. Also, ja, ich will halt das nicht so schnell wie möglich machen, um die beste Punktzahl zu erreichen. Ich möchte das einfach auf meine Art machen, so wie ich das machen würde, wenn ich 47 wäre. Jetzt zum Spiel allgemein. Das hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist quasi wie Hitman, der Reboot. Wie Hitman angefangen hat, dann gab es Verbesserungen und es gab auch grafische Verbesserungen. Aber was mich tatsächlich noch stört, ist dieses... Ja, das, okay, das stört mich nicht, dass du immer ein Level nach und nach spielen kannst auf verschiedene Arten und Weisen. Das finde ich halt relativ cool. Wenn man auf diese Wiederspielwert eines Levels legt, natürlich, wenn man alles freischalten möchte und so. Man kriegt ja auch was dafür. Ist ja nicht so, als wenn das alles verloren wäre. Was ich meine, ist halt dieser, wenn ihr die Parts gesehen habt und auch die restlichen anderen Let's Play Projekte von Hitman und Hitman 2, dann wisst ihr, was ich meine. Ich rede von diesen Gelegenheiten, die nachher zum Loop werden. Man hat's hier auch gesehen in manchen Fällen. Ich weiß nicht, wie die Mission jetzt heißt, aber die im Dartmoor, wo sie dann nachher nicht mehr hochgekommen ist, obwohl wir alles eigentlich perfekt vorbereitet hätten. Aber warum auch immer, sie ist nicht wiedergekommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ansonsten, das Spiel ist toll, es macht Spaß. Wenn ihr Bock drauf habt, holt euch das. Schaltet auch die anderen Teile frei, so dass ihr das zocken könnt. Meine Empfehlung geht raus. Auf jeden Fall, ja, mir hat Spaß gemacht. Auf die kleinen Details, ja, ist jetzt so. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ein neues Hitman kommt. Ich bin wieder dabei, ich habe Bock drauf. Ich werde es definitiv zocken. Ja, ich bedanke mich für alle, die dabei gewesen sind. Auch wenn es mal wieder kurz oder lang ein paar Päuschen gab. Aber naja, ne, Job und Zeit und Lust spielt ja auch immer eine große Rolle. Ne? Es ist halt immer noch ein Hobby, darf man nicht vergessen. Ich will mir ja Mühe geben. Und es soll halt nicht so hingeklatscht aussehen. Es geht jetzt auch bald weiter mit den anderen Altprojekten. Ich habe mich jetzt tatsächlich so ein bisschen auf dieses Projekt konzentriert. Und mal gucken, ob ich beide Projekte, die jetzt noch laufen. Ich habe noch drei Projekte, die auf meinem Kanal sind. Die möchte ich
durchspielen und dann kommt auch wieder was Neues und dann nicht mehr so viel, auf jeden Fall nicht mehr so viel. Mein ganzer Kanal soll ja mal ein bisschen Struktur bekommen, auch dass das auch ein bisschen von der Zeit und von der Lust mal wieder so ein bisschen gepolished wird. Ja, nichtsdestotrotz, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr natürlich Feedback habt oder wie ihr das gefallen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Habt ihr das gespielt? Habt ihr zugeguckt? Habt ihr das Spiel durch Zugucken euch geholt und richtig Bock drauf gehabt? Oder habt ihr es zuerst gespielt und habt ihr dann zugeguckt? Das würde mich alles tierisch interessieren. Und ja, Hitman ist damit eigentlich noch nicht vorbei. Also jetzt wird erstmal ein kleines Päuschen gemacht. Wie gesagt, erstmal meine anderen Projekte fertig, bevor ich was Neues anfange. Obwohl, das juckt mich in den Fingern. Aber ich möchte erstmal die ganzen Sachen fertig machen. Und ja, dann kommt vielleicht das ein oder andere Hitman. Ich sag mal, die Retro-Hitman-Spiele, die möchte ich auch alle noch mitnehmen. Ne? Das wären ja Hitman 2, Hitman Contracts, Hitman Blood Money, Hitman Absolution. Was ja weniger hitmännig ist, sondern eher so ein bisschen Splinter Cell. Ist anders, macht aber auch Spaß. Ja. Hat eigentlich auch eine schöne Story. Doch, ja. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Gut, dass man noch die Gelegenheiten machen konnte, schwer zu fassende Ziele zu eliminieren, die man eigentlich schon in Teil 1 und 2 erledigt hat. Wenn man das jetzt hier, man hat ja das komplette Paket, wenn man das jetzt hier richtig sammeln möchte, kann man das in Hitman 3 machen. Oh, da kommt der Gena, wo kommt der denn her? Na gut, es ist schon relativ spät. Ja, jetzt habe ich natürlich gedrückt, weil das Bild schwarz wurde. Dann geht es halt jetzt ein bisschen schneller. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Außer, ja, ich könnte natürlich auch noch eigens erstellte Missionen machen. Ich weiß nicht, ob ihr welche einschicken könnt, die ich denn spielen kann oder suchen kann, wenn ihr da Bock drauf habt. Also wie gesagt, das Projekt ist erstmal für mich beendet. Alles, was danach noch kommt, ist Bonus, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt sowieso erstmal auf die anderen alten Projekte stürzen, damit das auch endlich mal durchgespielt ist. So, und wenn ich nicht so viel gehen müsste, könnte ich auch flüssiger reden. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt bei euch verabschieden und vielleicht die Credits noch durchlaufen lassen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen schneller durchlaufen lassen. Ich weiß ja nicht, ob am Ende noch was kommt. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Projekt wieder. Bis dahin, euer Konka. Ciao, ciao.